Thema Modellieren mit Vektoren schauen wir uns zunächst mal Bewegungsabläufe an. Bei U-Boote oder bei Flugzeuge kann man ja vom Modell her zumindest so das betrachten, dass die sich entlang von einer Geraden bewegen. Dann kann man so eine Bahngleichung kann man schön interpretieren. Der Stützvektor entspricht dem Startpunkt der Bewegung. Also hier 20, 30, 10, da ist das Flugzeug zum Beispiel gestartet. Der Richtungsvektor gibt die Richtung der Bewegung an. Ja? Und der Parameter kann man dann auch schön interpretieren als die Zeit. Ja, dann habt ihr praktisch alles zusammen. Hier ist der Start, hier ist die Richtung, in der sich das Flugzeug oder das U-Boot bewegt und das ist die Zeit. Ja? Ich zeige euch mal anhand von einer konkreten Aufgabe. Wir haben zum Beispiel ein Flugzeug, das hier im Punkt 100, 100, 100 startet und nach 3 Stunden befindet sich es dann in diesem Punkt. Und wir sollen die Bahngleichung angeben. Dann haben wir zunächst mal den Startpunkt, haben wir schon mal, den Stützvektor von der Bewegung. Und jetzt brauchen wir noch den Richtungsvektor. Einen Richtungsvektor kriegt man dadurch, dass wir einfach den Verbindungsvektor von Start- und Zielpunkt bilden. Ortsvektor Endpunkt minus Ortsvektor Startpunkt. Haben wir hier diese Einträge. Na, das könnten wir jetzt auch schon nehmen, aber wenn wir einfach das noch ein bisschen besser haben wollen, können wir überlegen, ja okay, das ist die Bewegung in 3 Stunden, dann können wir es doch runterrechnen in 1 Stunde. Das heißt, wir teilen im Prinzip jeden Eintrag durch 3. Dann haben wir hier die Bewegung sozusagen in 1 Stunde. Von der x1-Koordinate geht es um 30 runter, von der x2-Koordinate werden es 50 mehr und x3 verliert er um 5. Na, dann haben wir schön die Bahngleichung hier. Na, dass ihr dann seht, wie das funktioniert, kann man das ganz einfach machen. Zum Beispiel hier bei der B 1,2 Stunden nach Beginn der Beobachtung. Dann könnt ihr für T einfach 1,2 einsetzen, ganz logisch. Einfach die Einträge ausrechnen, dann wisst ihr, nach 1,2 Stunden ist das Flugzeug in diesem Punkt hier. Und ihr könnt auch die Geschwindigkeit ausrechnen von dem Flugzeug, wenn ihr diesen Vektor hier habt, diesen Richtungsvektor. Steht auch hier oben. Ne? Die Länge von dem Richtungsvektor gibt dann die Geschwindigkeit an. Nehmt ihr den Richtungsvektor, rechnet dessen Länge aus, also jeden Eintrag quadrieren, aufsummieren und die Wurzel ziehen, dann sind wir bei 58,52 Kilometer pro Stunde. Oder eine etwas schwierigere Aufgabe sind solche Zusammenstoßaufgaben sozusagen. Wir haben jetzt hier 2 Flugzeuge am Himmel. Ja, diese Kondensstreifen am Himmel habt ihr bestimmt schon öfter gesehen. Habt ihr euch vielleicht schon die Frage gestellt, gab es da irgendwie einen Crash in der Luft oder warum liegen die Kondensstreifen übereinander? Ja, in der Regel gibt es ja keinen Crash, da ist es dann einfach so, dass diese Geraden schon schneiden, aber das eine Flugzeug ist dann zum Beispiel hier schon durchgeflogen, befindet sich gerade hier, während das andere Flugzeug hier an dem Schnittpunkt gerade ist. Ne? Also nur weil die Geraden sich schneiden, heißt es nicht, dass es einen Zusammenstoß gibt. Ne? Da ist dann einfach so, dass es einen Schnittpunkt gibt. Und wenn sie zeitgleich die beiden Flugzeuge an dem Schnittpunkt sind, dann wird es einen Zusammenstoß geben. Also schauen wir es uns mal an. Wir haben jetzt 2 Flugzeuge und wir sollen zeigen, dass sich die Flugbahnen schneiden, die Flugzeuge aber nicht zusammenstoßen. Okay, also, wenn sich die Flugbahnen schneiden, dann müssen wir den Schnittpunkt von den beiden Geraden sehen. Ja, aber wir sollten schauen, dass wir verschiedene Parameter hier nehmen, weil das kann ja, wie gesagt, sein, dass das eine Flugzeug zum gewissen Zeitpunkt schon weiter war und das andere Flugzeug erst dann am Schnittpunkt ist. Ne? Also die Zeitpunkte müssen sich nicht entsprechen, deswegen nimmt man andere Parameter. Statt dem ersten T nehme ich jetzt ein R und statt dem zweiten T nehme ich ein S. Und dann berechne ich einfach den Schnittpunkt von den beiden Flugzeugen. So, dann müsst ihr im Prinzip ein LGS bilden. Ihr seht 3 minus 1, 2, das ist praktisch diese Spalte hier. Das ist der eine Richtungsvektor. Der hier kommt auf die andere Seite, hat deswegen andere Vorzeichen. Aus 1 wird minus 1, aus minus 2 wird 2 und aus 1 wird minus 1. Und auf der rechten Seite von dem Gleichheitszeichen steht praktisch die Differenz von dem und dem hier. Minus 1 und die minus minus 8 kommt rüber, dann sind wir bei 7. 2 und die minus 1 kommt rüber, dann sind wir bei 1 und so weiter.
So, dann haben wir ein LGS, wo wir lösen müssen. Ja, ich habe es jetzt hier so gemacht, dass ich geschaut habe, dass die Einträge zu 0 werden. Ne? Also hier habe ich praktisch das Dreifache von der Zeile genommen, habe es zu der dazu addiert. Dann kam hier eine 0 raus. Ja, das könnt ihr ja, ich denke, ein LGS lösen könnt ihr selber. Könnt ihr auch auf Pause drücken und in Ruhe nochmal nachrechnen. Ihr werdet da drauf kommen hier. Dann könnt ihr praktisch, ihr seht schon, das LGS hat eine Lösung. Wir können mit der Zeile den Wert für S ausrechnen. 5S gleich 10, S ist also 2. Und dann setzen wir die S gleich 2, setzen wir in die obere Zeile ein. 3R minus 2 gleich 7, dann haben wir R gleich 3. So, also das heißt, wir haben eine eindeutige Lösung. Die Flugbahnen schneiden sich. Ja, so. Genau. Und jetzt müssen wir aber überlegen, gab es denn einen Zusammenstoß oder gab es den nicht? Und da gucken wir uns jetzt wieder diese Parameter an. Das eine Flugzeug hat den gemeinsamen Punkt nach zum Beispiel 3 Minuten oder 3 Stunden erreicht und das andere Flugzeug aber schon nach 2, in dem Fall Minuten. Ne? Das heißt, die Flugzeuge, die haben zwar einen gemeinsamen Punkt durchflogen, aber zu verschiedenen Zeitpunkten. Deswegen klar, es gab keinen Zusammenstoß. Und wenn jetzt hier eben rauskommt, S gleich 2, R gleich 2, dann wäre es so, dass es einen Zusammenstoß gibt. Auch wichtig sind solche Projektionsaufgaben, gibt es auch oft in Abi-Aufgaben sowas. Ich habe hier jetzt das Beispiel gewählt, ich habe einfach eine Pyramide, die hat eine Spitze 1,5, 1,53 und von hier oben scheint die Sonne und dann wird scheint auf die Spitze und dann gibt es hier so einen Schattenpunkt. Ja? Könnt ihr auch euch überlegen, dann kann ich doch eine schöne Gerade bilden. Das ist hier der Stützpunkt 15153 und die Richtung von dem Lichtstrahl entspricht dann dem Richtungsvektor. Dann haben wir diese blaue Gerade hier sozusagen. Der Schattenpunkt ist natürlich da, wo der Lichtstrahl dann auf dem Boden auftrifft. Ja, X1, X2 Ebene. Da ist natürlich dann so, dass der X3-Wert von dem gesuchten Punkt 0 ist. Na, das heißt, ich konzentriere mich auf die untere Zeile. 0 gleich 3 minus 3r. R rüberbringen durch 3 teilen habe ich r gleich 1. Dann kann ich r gleich 1 hier einsetzen und komme auf 1, 4,50. Und genau das sind die Koordinaten von dem Schattenpunkt, den wir jetzt berechnet haben.